Moin, moin und herzlich willkommen zu einem neuen Format. Ich begrüße euch alle. Ich sehe schon auf meinem Monitor schon ein, zwei Leute sind mit dabei. Wie ihr seht, auch über mir ist auch unser Gast für die heutige Sendung. Genau, er winkt schon mal. Sebastian Flamme Firnhaber spielt aktuell beim HC Erlangen in der ersten Liga. Stand jetzt auch im erweiterten Aufgebot für die Nationalmannschaft. Und wir werden heute mal das Thema aufgreifen, dein Training. Was können wir uns darunter vorstellen? Ich will einfach mal mit den Gästen durchsprechen, wie so das Training im Allgemeinen aussieht bei einer Handballmannschaft, aber auch bei denen selber. Thema Fitness, Thema Ernährung. Und wenn ihr Bock habt oder Fragen habt, auch zu den einzelnen Themen, dann könnt ihr es auch sehen. Ihr müsstet, genau, auf dieser Seite ist der Chat. Könnt ihr bei Twitch dann auch in den Chat schreiben. Wir versuchen bestmöglich die Fragen und Anregungen mit aufzunehmen. Und ja, Flamme. Habe ich irgendwas noch vergessen? Wahrscheinlich dein Alter kennst du selber. Ich wollte jetzt, wie eben ja. schon gesagt, die Chronik bei Wikipedia nicht runterlesen. Danke, Michael. Du hast aber schon viel gesagt. Genau, ich spiele jetzt beim HC Erlangen in der Bundesliga. Bin 26 Jahre alt. Habe vorher beim THW gespielt. Und ja, auch davor in Altenholz, dritte Liga. Also habe schon ein bisschen Norddeutschland handballtechnisch bereisen können. Und habe halt deine Formate immer schon, fand ich das super und will dich dann natürlich weiter unterstützen und freue mich jetzt auf die folgende Stunde. Ja, sauber. Ich freue mich auch, dass du Zeit gefunden hast und auch Zeit hast. Du hattest schon im Vorgespräch erzählt, dass es am Mittwoch, glaube ich, gegen Stuttgart weitergeht. So eine kleine Nationalmannschaftspause gehabt. Wie sieht aktuell so die Vorbereitung aus? Seid ihr schon richtig drin in dem Spiel, also in der Spielvorbereitung, oder ist es jetzt heute noch eher so ein allgemeines Training gewesen? Nee, also wir hatten jetzt, wie du sagst, ja schon richtig Nationalmannschaftspause. Ich glaube, es waren 4 Spieler aus der Mannschaft weg. Dadurch war eigentlich so, dass wir die Tage auch wirklich genutzt haben, um uns, sag ich mal, um auch ein paar Verletzungen auszukurieren und uns fit zu machen. Und eigentlich ist immer so 2 Tage vorm Punkt Spieltag, dann geht es wieder voll los in die Vorbereitung. Wir hatten jetzt heute auch schon ein Videostudio, morgen auch wieder, und so, dass wir dann Mittwoch bestmöglich vorbereitet sind. Ja, sauber. Genau, ich hatte ja dir auch im Vorgespräch so mal ein, zwei Themenrubriken genannt, ne? Handballtraining im Allgemeinen. Wie sieht eigentlich generell bei euch so eine Woche aus? Wenn wir jetzt so sagen, wird in der Regel ja bei den großen Clubs nicht so sein, dass meistens haben die ja 2 Spiele in einer Woche. Aber sag ich mal, bei so einem gestandenen Bundesligisten wie bei euch, habt ihr ja dann ja auch eigentlich eine Woche Vorbereitungsphase, dann ein Spiel. Wie sieht so eine Woche eigentlich bei euch aus, von wenn wir sagen, von Montag bis Freitag, und Samstag wäre jetzt zum Beispiel das Spiel? Ja, das ist, du sagst ja schon richtig. Diese Saison ist natürlich noch, steht noch ein bisschen, hat eine Sonderstellung, weil wegen Corona es noch enger alles ist. Also wir haben auch viele englische Wochen, sag ich mal, wo wir auch 3 Tage zwischen den Spielen haben. Aber normalerweise sieht eine Woche aus, dass man ja sich Montag trifft, ein bisschen kickt, ein bisschen sich vernünftig warm macht und dann relativ schnell in Handballtraining klassisch geht. Dienstag und Donnerstag sind meistens vormittags noch 2 Krafteinheiten drin, so dass du halt auch die, sag ich mal, Leistung, die du in der Vorbereitung dir antrainiert hast, auch hältst. Das ist halt auch eine Sache, die sehr, sehr wichtig in der Saison ist, dass man das weitermacht. Und abends sind dann immer wieder Einheiten geplant, also wir trainieren jeden Tag. Und wie ich ja eben schon sagte, so Freitag, Samstag wäre dann halt so mehr Power rausnehmen und mehr Taktik und Videostudium und noch konkreter auf den Gegner sich, sag ich mal, auszurichten und vorher eigentlich auch mehr Richtung individuelle Ausbildung und was kann man halt so generell verbessern. Wenn man natürlich im Ligabetrieb drin ist, dann guckt man natürlich auch auf das letzte Spiel, wie haben wir im letzten Spiel gespielt, was kann man da besser machen. Manchmal machen wir montags noch ein Videostudium über unser Spiel, was ich auch immer ganz hilfreich finde, sich selber mal zu sehen. So ist das ungefähr aufgebaut. Ja. Aber du sagst schon, Anfang der Woche wird noch gekickt. Also das Kicken
Ist auch in der ersten Liga noch etabliert. Also das ist eine wichtige Sache bei uns. Also es wird auch alt gegen jung Also das Fußball klassische gespielt Phänomen. und ja, und das wird auch also mit vollem Einsatz gespielt. Also ich muss wirklich sagen, da ist man danach auf jeden Fall warm. Auf jeden Fall. Ja, geil, geil. Wie lange geht so eine Trainingseinheit bei euch? 2 Stunden, 1,5, 3 Stunden? Was ist so bei euch so? Ja, also ich würde sagen, im Schnitt sind es so 1,5 Stunden. In der Vorbereitung kann es auch mal länger sein. Aber im Schnitt sind es 1,5 Stunden. Man darf aber da nicht vergessen, dass wir auch eigentlich alle eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn schon in der Halle sind. Man bereitet sich aufs Training vor. Wenn irgendwo Wehwehchen sind, lässt man sich schon mal tapen oder behandeln. Man geht auf die Blackroll. Also da sind wir schon alle sehr professionell und also da und auch nach den 1,5 Stunden Training ist dann auch immer noch mal bestimmt 15 Minuten ausdehnen und so weiter. Also das gehört schon dazu. Ja, krass, also wirklich eine halbe Stunde, heißt ja auch dann eine halbe Stunde vorher sich selber für sich warm machen. Also jetzt nicht quasi, wenn ihr startet mit dem Training, müsst ihr auch alle fit sein, also dann auch ready to go. Und nicht von wegen, dass jeder nochmal 5 Minuten Armkreisen für sich macht, sondern wirklich, wenn startet, ist starten, vorher müsst ihr euch halt selber warm machen, dann so wie ihr es selber mögt. Genau, also klar, dann gibt es auch noch, da gibt es total unterschiedliche Muster. Manchmal laufen wir uns zusammen noch warm, manchmal ist es auch so, dass man sagt, so jeder kann sich jetzt nochmal alleine warm, manchmal gehst du aber direkt auch in irgendein ja, Warmmachspiel. Und da muss man, ja, da gibt es dann keine Ausreden mehr. Wenn einer sagt, ich hätte noch das vorher gebraucht, dann muss er halt früher in die Halle kommen. So. Ja. Ja, ich kriege hier auch schon die ersten Fragen im Chat. Und zwar Gauer29 fragt, wer ist beim Kicken denn erfolgreicher, alt oder jung? Ah, also momentan, wir zählen das auch akribisch mit. Also momentan führt Jung in Erlangen tatsächlich. Und bei uns ist es auch so, dass wenn eine der beiden Mannschaften 10 Siege Vorsprung hat, muss das Verliererteam auch ein Essen Ah, ausgeben okay. nach dem Training. Also da ist, wie gesagt, so ordentlich Ehrgeiz drin. Ich muss aber dazu sagen, dass letzte Saison als glaube ich, 3 Essen oder so von Jungen gekriegt hat. Also wir sind dieses Jahr gut dabei, aber letztes Jahr war Katastrophe. Okay, da kommt mich dann auch die Frage von DZ, spielst du im Team alt oder noch im Team jung? Das ist schwer zu beantworten, weil momentan bin ich so Auf der Kippe? auf der Kippe. Also ich glaube, am Ende des Tages muss ich bei beiden was zum Essen dazu geben. Also für mich ist es Okay. schlecht. Aber grundsätzlich, wenn alle fit sind, bin ich noch gerade so bei Team Jung. Okay, also führst du denn auch für dich dann Strichliste? Okay, jetzt war ich 4-mal bei Team Alt, 5-mal bei Team Jung. Jetzt muss ich mich mal entscheiden, bei wem ich jetzt nächstes Mal mitspielen will. Wegen des Essens, oder? Nee, also leider selber entscheiden darf ich es ja nicht. Es kommt ja immer darauf an, wie viele wir sind. Ja. Und Ja, gut, dann musst du nee. halt einen aus der anderen Mannschaft dann halt Team Alt oder Team Jung halt mal kurz zum Physio schicken. Ja, genau. So einfach ist das leider nicht. Also eigentlich hätte ich das von Anfang an mal machen müssen, aber am Ende des Tages, glaube ich, habe ich deutlich mehr Spiele bei Jungen gemacht als bei Alt und ja, letztendlich liegt da meine Mannschaft im Prinzip noch. Also fühlst du dich auch noch jung, dann dementsprechend. Ja, doch. Aber ich hoffe, dass ich da, wenn ich für Alt spiele, jetzt nicht irgendwie die Körner liegen lasse. Ich versuche auch da natürlich zu gewinnen. Ich will jedes Spiel, was ich da auch im Warm-up angehe, halt kompetitiv gestalten. Ja, also auch nicht nur mit 90% mal ein bisschen rumdaddeln, sondern wirklich 110%, damit ihr auch fit und warm seid für die handballerischen Sachen. Richtig, richtig. Nicht schlecht. Hier Meister Proper 28 fragt auch, wie sieht das Training in der Vorbereitung so typischerweise aus? Also wir haben ja eben gesprochen, wie das so im Liga-Alltag aussieht, aber wie sieht es denn bei euch aus, wenn ihr jetzt in der Saisonvorbereitung seid? Habt ihr dann da wahrscheinlich dann 2, 3, 4 Einheiten am Tag? Also 4 Einheiten, nein, Ja, überspitzt gesagt. da muss ich passen. Aber das ist natürlich in der Vorbereitung deutlich intensiver und auch deutlich mehr auf spezielle Sachen gemünzt. Also wir sprechen jetzt ja erstmal vom Hallentraining, Ja, richtig? genau.
weil gerade in der Vorbereitung ist natürlich auch der läuferische Part und auch das Krafttraining noch deutlich größer. Aber auch im Hallentraining gibt es dann halt auch, sag ich mal, Trainingseinheiten, wo es heißt, so, wir machen jetzt halt nur, es geht nur um Umschaltspiel zum Beispiel. Und dann wird wirklich eine Stunde lang Überschlagspiel mit Pausen natürlich auch. Niemand kann eine Stunde lang Überschlagspiel spielen, zumindest nicht auf einem vernünftigen Niveau, aber da wird halt, also sind die Einheiten schon auf 2 Stunden lang und ja, wie gesagt, deutlich intensiver. Eigentlich wird auch fast, also mindestens dreimal die Woche auch, mindestens zweimal täglich trainiert. Und ja, wie gesagt, deutlich intensiver und deutlich fokussierter auf einzelne Sachen. Aber auch da war es so, dass wir auch Einheiten hatten, wo man sagt, so, jetzt gehen wir zum Beispiel mal die Spielzüge durch. Wir haben auch 6 Neuzugänge wieder. Und Ja da gut, muss man das, auch die muss mal man wieder, integrieren. die muss man auch integrieren und da muss man halt auch mit denen über die Spielzüge reden, was wollen wir da erreichen, wie wollen wir Abwehr spielen, was für eine Mentalität wollen wir herausarbeiten. Das ist alles gerade in der Vorbereitung sehr, sehr wichtig und da gehört viel, viel Fleiß dazu auf jeden Fall. Ja, du sagst es ja eben jetzt, wir haben jetzt nur jetzt auch aufs Hallentraining geguckt, aber jetzt auch um die Frage nochmal für Meister Propper wahrscheinlich auch nochmal im Ganze zu beantworten, wie sieht es denn aus mit den Laufeinheiten? Du hast ja auch beim THW mal gespielt. Da kenne ich das so als Killer ja auch so, was man verfolgt. Da ist sehr viel Laufen ja eigentlich angesagt. Wie sieht es in Erlangen aus? Oder nimmt sich das gar nicht so viel? Also es ist anders, würde ich sagen. Ich würde jetzt gar nicht sagen, das eine ist härter als das andere so. Bei Alfred Gislason, der jetzt ja auch Nationaltrainer ist, durfte ich ja 3 Saisonvorbereitungen voll mitmachen. Und da war halt sehr, sehr viel Laufen auf dem Plan. Aber das Ganze war auch nach einem ganz klaren Muster und nach einer Idee halt aufgebaut. Man fängt halt mit langen Läufen an und wird dann immer kürzer, weil in einem Handballspiel hast du nachher halt auch Intervalle, also kurze Sprints und genau, das war halt die Idee von Alfred Gislason und ja, nach der Idee wird eigentlich auch beim HCR lang gearbeitet. Wir haben zum Beispiel diese Vorbereitung auch noch mehr Sprints in der Halle gemacht und auch so Linienläufe und sowas, was ja nochmal mehr, sag ich mal, das Handballspiel direkt simuliert als ein Lauf auf einer Tatanbahn, 400-Meter-Runde oder so. Geliebt als Sportler, ne? Diese 400 Meter Bahn. Absolut. Genau. Und auch zum Beispiel hier in Erlangen sind wir genauso aufgestellt, dass wir auch jeder eine Leistungsdiagnostik vorher hatten. Dann haben wir Pulswerte, die wir laufen sollen und so. Also das ist schon sehr, sehr professionell alles. Ja, so. So ist das ungefähr beim Laufen aufgebaut. Und dass das keinen Was? Spaß macht, ist eigentlich normal. Ja, definitiv. Also ich selber in der Vorbereitung, es ist Laufen, so dieses stumpfe Laufen, das bringt halt einfach keinen Spaß, finde ich. Also wenn du halt das Laufen mit dem Ball kombinierst, das finde ich halt irgendwie cool, dann hast du halt immer dieses Ziel mit dem Ball so in den Augen, dann läufst du ja auch irgendwie, hast du ja mehr Spaß am Laufen, als wenn du halt nur diese stumpfe 400-Meter-Bahn laufen sollst. Jetzt laufen wir heute mal einen Cooper-Test oder diese Shuffle-Runs oder wie sich die alle heutzutage nennen. Was ist denn so deine Lieblingsdiss oder Lieblingsübung beim Laufen. Hast du da eine? Oder ist es egal, Also, Hauptsache meinst du durch? die Lieblingsdistanz oder wie Ja, meinst du? genau. Ja, oder ob Sprints eher so deins sind oder die Langdistanz einfach, keine Ahnung, sag ich mal, 5 Kilometer laufen. Also, ich bin, auch wenn das vielleicht nicht so den Anschein macht, schon ein guter Sprinter. Also, so, wir haben auch in Kiel schon immer so 30 Meter fliegend gemacht, hieß das, Ja. wo dann halt so 2 Lichtschranken aufgebaut wurden. Und dann wurde halt, sag ich mal, jeder 10 Mal durch die Lichtschranke gejagt. Und man musste halt immer eine gewisse Zeit ungefähr laufen, die halt Alfred uns vorher vorgegeben hatte. Und da war ich schon recht fix unterwegs. Da war ich immer so knapp hinter Dahnke, Ekberg und so, wo man sagt, das sind ja Außen, die sollen ja auch schneller sein als ich. Ja gut, die haben aber auch 2, 3 Kilo weniger als du dann wahrscheinlich Die auf dem haben Rippen, auch ein ne? paar Kilo weniger. Nee, aber so diese Langläufe, die haben mir immer auch aufgrund meiner 105 Kilo, die ich mitschleppen muss, nicht so viel Spaß gemacht. Ja gut, das ist natürlich aber auch als Kreisläufer brauchst du auch ein paar Kilo, ne? Also
Definitiv. keine Ahnung, jetzt ein Kreisläufer in der ersten Liga mit 80 Kilo, den kannst du halt so ein, sag ich mal, so ein Windcheck nimmt den und setzt ihn halt mal kurz von links nach rechts. Und da kannst du Genau, halt nichts genau. gegensetzen. Richtig. Wer ist denn so der schnellste jetzt aktuell, wenn du jetzt schon sagst, Sprinten bist du jetzt auch nicht so schlecht, wer ist denn der schnellste bei euch im Team? Und wer war es früher beim THW wirklich der schnellste? Jetzt, okay, du hast jetzt eben gesagt, Ekberg und Dahmke waren schon mit vorne dabei. Ja, also Ekberg und Dahmke waren, ich glaube, Rune war sehr, sehr schnell. Nikola Billig war auch sehr, sehr schnell. Okay. Und bei uns, so gut, wir haben ja natürlich jetzt nicht so diese Sprints, so mit den Lichtschranken haben wir jetzt hier in Erlangen nicht, aber da würde ich auch unsere Außen vorne einordnen. Also Chrissy Bissel, Max Jäger und ja auch Johannes Selin sind sehr, sehr schnell. Also ich glaube, da würde ich gegen die auch kein Sprintduell machen wollen, auf jeden Fall. Aber du bist unter den Kreisläuferkollegen, bist du schon der Schnellere, oder? Ja, also ich will jetzt nicht, müsste man sehen. Also da will ich jetzt nicht einfach so ins Blaue hinein sagen, ja, Ja, nicht, aber dass du morgen Ärger bekommst beim Training. ja, oder morgen machen wir dann eine Sprintduell. Ja, okay. Ja, mal Ja, aufnehmen und dann mal zeigen bei ja. Instagram, wer schneller ist. Ja, genau. Genau. Ich gucke jetzt nochmal in den Chat, ob noch irgendjemand. Nochmal zum Thema Training. Okay, Kicken. Kicken erfolgreich, das hatten wir schon. Ah, die Frage nehme ich nachher mit auf. Genau. Wie sieht denn bei euch generell so das Hand, also auch das Handballtraining jetzt nicht auf der Platte, sondern auch die Vorbereitung auf so ein Handballtraining? Macht ihr vorm Handballtraining halt auch dieses obligatorische Videostudium, sprich, ihr setzt euch eine halbe Stunde hin und der Trainer erzählt, oder könnt ihr sogar auch mitwirken und eure Erfahrungen mit einbringen oder eure Sichten sogar? Gut, also das ist natürlich auch abhängig von dem Trainer, was er auch zulässt, ne? Aber bei unserem Trainer, Michael Haas, ist es so, dass wir schon auch die Freiheit haben, mit ihm über Sachen zu diskutieren. Am Ende des Tages gibt er aber die Marschroute vor. Und wenn wir jetzt im Video, wie jetzt heute Nachmittag im Videostudium sitzen, da wird dann halt auch gesagt, so und so, das spielen die, das und das lösen wir so oder so. Also da gibt es schon eine klare Meinung erstmal und dann wird das im Training ausprobiert, wie es klappt und dann kann man auch nach dem Training nochmal feinjustieren und sagen, ja, vielleicht müssen wir das doch nochmal ändern oder so. Also das ist schon sehr, dass da jeder Spieler auch mit in die Verantwortung gezogen wird. Wir wollen ja alle am Ende des Tages das Spiel gewinnen. Und ja, da gehören halt alle und werden alle mit ins Boot geholt, ne? Definitiv. Und kriegt ihr jetzt Ja. auch als Kreisläufer oder auch positionsgebunden, kriegt ihr da auch nochmal spezielle Sequenzen mit, die ihr euch anguckt? Also schnippelt dann Michael Haas dann auch entsprechende Sequenzen zu oder macht ihr das dann selber noch im Nachgang quasi? Ich mache für mich persönlich auch noch ein Videostudium. Also ich gucke mir immer die letzten zwei Spiele vom Gegner einfach so direkt als Spiel, also nicht geschnitten an. Das habe ich mir aber so schon seit Jahren also angeeignet, das mache ich einfach zusätzlich. Und klar, wenn man zum Beispiel gegen so einen Spieler wie jetzt so Damgard oder so spielt, das fällt mir jetzt gerade mal so ein, da muss man sich natürlich spezieller nochmal drauf vorbereiten. Und da kriegt man dann auch von unserem Trainer nochmal, ja, meistens sind es so 10 Minuten 1-gegen-1-Aktion von Darmgard zum Beispiel und was er dann, dass man einfach mal seine Bewegung sieht und einfach ein Gefühl dafür kriegt, aus welchen Aktionen er zum Beispiel das macht oder jenes. Und ja, sowas gehört halt auch dazu, ne? Ich glaube auch gar nicht, dass man das nicht so sehr alles dann nachher merkt, aber dass man das einfach schon gesehen hat, diese Muster, und dann im Spiel wird es dann eh so ein bisschen Intuitiv, automatischer, ja. intuitiv, aber dadurch, dass man es halt vorher gesehen hat, klappt das halt und wird nicht überrascht zum Beispiel. Ne? Es gibt auch Mannschaften, die klassisch so 3, 4 Tore pro Spiel absolute, so, wir nennen es ja Bauerntricks, machen so, Ja. ne? Also, und die gilt es halt auch zu verhindern, weil das ist eigentlich relativ einfach, die zu verhindern, einfach aufpassen und Video gucken so ungefähr, ne? Und Ja, das ist und umso ärgerlicher ist es, wenn sie dann wirklich fallen, ne? genau. Also ich sag jetzt Genau. mal,
gestern Nationalmannschaft, Ball wird nach rechts außen gespielt, er springt aus dem gefühlten Nullwinkel rein. Und eigentlich weiß ja jeder, was kommt. Nur Lemke passt halbwegs aus, kriegt den Ball aber nicht und dann spielt er halt zum Camper. Ne? Das sind, finde ich, so Bälle, die sind halt irgendwie schon ärgerlich, weil man die halt, wie du schon sagst, aufpassen und kann man eigentlich leicht verhindern dann. Absolut, absolut. Es gilt aber, andersrum muss man auch sagen, Vereine, die es extrem gut auch machen. Also Magdeburg, würde mir jetzt so einfallen. Oder ein Andi Schmid hat auch Absprachen irgendwo am Trikot zupfen und dann kommt der Pass durch die Beine. Oder das ist halt für uns Innenblockspieler extrem schwierig, sowas zu verteidigen. Und ja, aber das macht ja auch dann Spaß, wenn man dann die Pille mal kriegt dann. Also deswegen. Definitiv. Wenn du jetzt schon sagst, so Andi Schmid und Trikot zupfen in der Spielvorbereitung, achtet man da wirklich drauf und sagt, okay, ich gucke mir jetzt als Mittelblocker wirklich den Schmid an und schau mal ein Spiel lang, was er jetzt wirklich so macht. Das beste Beispiel ist ja dieses Duo Schmid-Kohlbacher. Also das haben sie ja wirklich die letzten Jahre echt super gemacht, auch perfektioniert teilweise. Diese rückhandgedrehten Pässe in den Kreis, achtet man da wirklich nochmal drauf und guckt sich das vielleicht nochmal im Speziellen dann an, so als Mittelblocker? Ja, also klar, dass gerade wenn man gegen Rhein-Neckar-Löwen spielt, muss man bedingt diese Achse in den Griff kriegen, weil sonst sind das halt gut und gerne 16 Tore oder so, die man kriegt. 8 über den Kreis oder durch 7 Meter und dann nochmal, ne? Also deswegen, das ist definitiv ein Faktor. Ich glaube, es ist aber zu schwierig, so richtige Feinheiten in der Kommunikation in einem Video rauszulesen. Also was man macht, ist zum Beispiel auch darauf zu achten, wenn ein Timeout ist zum Beispiel, machen sie gerne mal einen Doppelcamper oder so. Sowas macht man. Deswegen oder wie reagiert eine Abwehr und was ist dann die Reaktion des Angriffs in der nächsten Angriffsaktion darauf? Deswegen gucke ich zum Beispiel auch gerne Videos flüssig, also nicht geschnitten, weil dann kriegt man sowas auch mit. Ne? So Dinge über den Kopf, also wenn zum Beispiel Andi Schmid auf mich zukommt, der Kreis neben mir steht, dann versuche ich halt einfach ihm irgendwas anzubieten und dann halt zuzumachen. So. Das ist nicht so einfach. Ich glaube, das ist aber auch eine Erfahrungssache. Ne? Also ja, klar. Ich bin jetzt ja auch nicht so lange, noch nicht so lange im Business. Ich glaube, dass das über die Jahre auch immer, immer besser wird. Ne? Ja, zumal du sagst, du bist ja auch nicht so lange im Business und du warst ja eigentlich früher. Geh nochmal einen Step quasi an Anfang deiner Karriere. Eigentlich warst du ja früher Rückraumspieler. Ja. So, und dann bist du ja Kreisläufer geworden. Ist das eigentlich vom Training her ist es doch auch nochmal eine komplette Wendung eigentlich. Du musst ja nochmal ein ganz anderes Training, oder? Also sonst warst du ja eher so auf, sag ich mal, stumpf 1-1 und Sprungkraft, viele Würfe aus dem Rückraum. Jetzt stehst du ja eigentlich vermehrt ja am Kreis. Hast ja nicht mehr dieses 1-1 oder diesen Wackler, diesen typischen. Wie war das eigentlich in der Trainingsumstellung für dich? War das jetzt groß? Weil das kam ja eigentlich, wenn ich das recht im Sinn habe, als du zu den Profis ja dann hochgingst beim THW, oder? Genau. Also das war sehr schwer, die Umstellung. Also ich glaube, dass das... Ich habe am Anfang immer so ein bisschen gesagt, ja gut, ich mache das jetzt, weil ich bin beim großen THW und ich glaube, die beiden Kreisläufer zu der Zeit waren bei Olympia oder so und wir brauchen halt einen, der in der Vorbereitung im Kreis spielt. So. Und ich habe es halt so gut es geht gemacht und gar nicht schlecht gemacht wohl. Und habe aber eigentlich immer wieder damit geliebäugelt, irgendwann in den Rückraum zurückzugehen. Aber als dann die alle wieder kamen und ich dann immer noch als Kreisläufer irgendwie gehandelt wurde, ich glaube, die erste Saison hatte ich sogar noch Rückraum und Kreisläufer an meinem Namen dran stehen und danach dann nur noch Kreisläufer. Also es war schon eine deutliche Umstellung, weil du kriegst halt immer Kontakt. Ich war auch zu der Zeit noch nicht, also ich war schon körperlich stark, aber halt auch als Rückraumspieler ausgebildet körperlich. Und das ist halt nochmal eine ganz andere Belastung, die man da hat. Und eigentlich ab dem Moment, wo ich wirklich das akzeptiert habe, dass ich jetzt Kreisläufer bin, hat es mir eigentlich erst Spaß gemacht. Weil vorher war es halt immer so, ja, ich habe den Ball nicht gefangen, ich bin ja eigentlich Rückraumspieler und ne,
so und man sucht da so seine Ausreden und Ein ganz anderes nee, Mindset dann, aber ne? ja, ein anderes Mindset und man hat, sobald ich akzeptiere, auch gemerkt, dass man schon da Potenzial hat und es gibt auch einen Grund, warum ein Kieslersohn sich da einen Kreis stellt. Und ja, am Ende des Tages bin ich ihm dafür dankbar, weil mir macht die Position jetzt sehr, sehr viel Spaß zu spielen. Und was mir sowieso grundsätzlich immer am meisten Spaß gemacht hat, ist Abwehr zu spielen. Und das kann ich auch als Kreisläufer im Innenblock, ne? Also deswegen. Ja, und zumal, also du hast es ja beim THW schon echt gut gemacht, da warst du ja dann teilweise ja auch dann, hast dich ja abgewechselt mit Winczek und auch Pekeler. So, und du hast natürlich auch diese Belastung, ist halt nicht so, sag ich mal, anstrengend als Kreisläufer, als ein Rückraumspieler, weil vorne bist du ja die ganze Zeit nur im Rückraum ja am Laufen, in Bewegung, am Kreis, kannst du, sag ich mal, ja, böse ausgedrückt, dich mal kurz ausruhen und hast dann wieder mehr Energie für die Abwehr. Glaubst du das so? Hast du schon mal im Kreis gespielt, Michel? Ja, natürlich habe ich schon mal einen Kreis. Ja, okay, nicht erste Liga so wie du, ne? Aber Also. natürlich, du hast ja körperlich natürlich ganz anderen Kontakt. Das definitiv. Aber du, ich sag jetzt mal, du bist jetzt, glaube ich, nicht so arg viel mehr auf dem Bein in der Bewegung als ein Rückraumspieler, oder täusche ich mich da? Klar, du musst mehr stehen und deine Position halt halten. Aber also meiner Erfahrung nach ist die Kreisläuferspiel noch viel, viel anstrengender als das, was im Rückraum war. Okay. Weil man halt immer diesen Kontakt hat. Du läufst rein in die Abwehr, kriegst einen Schubser, du musst den ausgleichen. Und du bist ja auch eigentlich an fast jedem Spielzug beteiligt. Das ist so eine Sache, ich glaube, da treffen halt auch so Welten aufeinander. Wenn du jetzt einen Rückraumspieler fragen würdest, so, dann würde er wahrscheinlich auch sagen, so, ja, Ja. du hast recht. Der muss da stehen und mal einen Ball fangen und ist dann immer schön nah am Tor dran, so ungefähr. Aber ich glaube, das sollte schon jeder mal ausprobieren. Das ist schon wirklich, wirklich anstrengend. Also nicht zu Unrecht haben die meisten Top-Mannschaften zwei richtig starke Kreisläufer oder sogar drei, weil der Verschleiß halt auch da so enorm ist, ne? Also Ja. wenn du gerade hinten vorne beides zentral spielst, das ist schon sehr, sehr anstrengend. Ja, definitiv. Okay, wenn du jetzt natürlich auch Mitteblocker bist, muss ja auch gefühlt immer der Erste mit vorne sein am Kreis. So, da hast du natürlich deine, was sind das, so knapp 20 Meter Vollsprint gefühlt. Ja. Was natürlich so ein Windcheck ja auch gut kann. Wie häufig macht der auch erste Welle Tore? Definitiv. Ich schaue nochmal parallel in den Chat. Ich hatte da dann mich nochmal ein, zwei Fragen gesehen. Und zwar von Flomo. Hast du vor dem Profi-Handball studiert oder eine Ausbildung gemacht? Und wie war dein Weg bis zum Profi-Handballer? Also, du hast ja früher bei Altenholzer gespielt, ne? Genau. Während ich bei Altenholz gespielt habe und auch schon, als ich noch in der Jugend beim THW gespielt habe und bei der U23, habe ich mein Studium in Kiel gemacht. Also ich habe da meinen Bachelor abschließen können, bevor ich meinen Profivertrag beim THW unterschrieben habe, im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen. Und mache jetzt momentan meinen Master nebenbei. Mehr, ja, so, also das ist nicht so einfach, sage ich mal, zeitlich gesehen, Ja. aber ich versuche, so gut es geht, da Zeit für zu finden. Und das macht mir aber auch sehr viel Spaß. So. Und das machst du dann auch in Erlangen? Also studierst du dann auch in Genau, Erlangen? also an der Erlanger Uni, genau, studiere ich. Und dadurch, dass jetzt auch Corona war, das kommt mir sehr entgegen, dass viel online ist und ich mir halt die Sachen so legen kann, wie es mir halt passt. Und dann Ja, müssen okay. halt meistens nur die Klausurtermine passen und dann ist das schon okay, ne? Welche Auswirkungen hat das vielleicht auf den Handball oder auf den Handball? Sagt der Verein auch, okay, wir unterstützen dich da, dass du halt auch deinen zweiten Weg gehst, dass du nicht nur die Karte Handballprofi, sondern hast da auch die Möglichkeit, sag ich mal, Training ausfallen zu lassen, damit du halt auch mal eine Klausur schreiben kannst. Ich glaube, ich hatte das mal in der Vorbereitung mitbekommen, Pietschkowski von Leipzig, war, glaube ich, ein oder zwei Vorbereitungstage mal nicht da, als ich in Schneverding war beim Heidecup. Weil er halt, glaube ich, eine Klausur geschrieben hat. Wie ist es bei dir? Wie macht das der Verein da bei euch? Also der Verein erlaubt es schon für eine Klausur, beispielsweise ein Training, ja, nachzuholen,
Beispielsweise kann ich dann, manchmal habe ich morgens früher das Krafttraining gemacht, um dann halt in die Uni zu können. Da sind die schon sehr kooperativ und das war auch ein Faktor, warum ich auch hierher gewechselt bin, weil das mir halt wichtig war und ich einfach auch gemerkt habe, dass ich nebenbei nichts machen kann. Also ich musste schon irgendwie noch was tun, um, sag ich mal, meine Birne ein bisschen zu bearbeiten und ja, sich halt einfach ein bisschen weiterzubilden. Man ist halt effektiv vielleicht, ja, 4 bis 5 Stunden in der Halle und im Fitnessstudio und man hat dann trotzdem noch genug Zeit am Tag, noch was nebenbei zu tun und das wollte ich halt einfach nutzen. Grundsätzlich ist es aber trotzdem so, dass ich Priorität Nummer 1 klar den HCR-Lang immer zuordne und ich so gut es geht versuche, alles so zu planen, dass ja keine Trainings ausfallen und so, weil ich verdiene mein Geld beim HCR-Lang und das andere ist halt nur Beiwerk. Na, und ja, so muss man das sehen. Und habt ihr da bei der Uni vielleicht auch ein Agreement? Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist die Uni auch vielleicht auch connected mit eurem Verein. Gibt es da auch sonst zur Not auch von Seiten der Uni auch irgendwie eine Ausweichmöglichkeit, wenn du mal wirklich eine Klausur oder irgendwie eine Vorlesung mal nicht teilnehmen kannst, dass man die irgendwie nachholt oder sowas? Da sprichst du was ganz Interessantes an, das fällt mir jetzt gerade erst ein. Es gibt nämlich eigentlich kein Agreement. Okay. Klar, man kennt sich und viele Professoren sind beispielsweise auch Sport interessiert und da kriegt man schon, also da kann man schon, weiß nicht, über Fristen oder so im individuellen Austausch was vielleicht aushandeln. Aber man müsste eigentlich immer in einem Nationalmannschaftskader drin sein, um halt in so eine Sportförderung reinzukommen Ja. von der Uni. War ich nie, ist mir jetzt aber gerade eben eingefallen, dass ich jetzt im erweiterten Kader bin. Jetzt könnte man vielleicht mal was anregen. Vielleicht könnte man jetzt ja da mal probieren, ob man da vielleicht noch ein Semester länger rausschlagen kann oder so. Aber ja, mal sehen. Aber dafür ist es normalerweise, das ist auch mehr so auf Leichtathleten eigentlich und so, dass die halt Kaderathleten sind und dann Ja. halt nebenbei da was machen können. Ja. Du hattest eben jetzt schon mal Fitnessstudio angesprochen, dass ihr ja nicht nur in der Halle seid, sondern auch im Fitnessstudio. Das wäre halt auch nochmal so eine Sache. Wie sieht bei euch eigentlich das Krafttraining aus? Dein Bruder spielt ja auch erste Liga, ne, bei Essen, ist bei Instagram noch ein bisschen aktiver als du jetzt. Und der reißt da ja. Nee, 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 alles gut. Muss ja jeder halten, wie er möchte. So, ne? Also einer ist aktiver, der andere nicht. Aber er reißt da schon ein paar Kilo, ne? Also wenn man die Jungs da immer gut pumpen sieht, okay, Essen ist natürlich auch fleißig dabei, dass sie auch so generell Stories kreieren. Wie sieht's bei dir aus? Bist du stärker als dein Bruder oder weil du auch der Ältere vielleicht bist? Weil du auch da schon mal ein, zwei Jahre Vorsprung hast? Ja, er ist ja 3 Jahre jünger als ich. Also er war letztes Mal in Erlangen und dann haben wir zusammen trainiert und ich sage mal so, es ist ein Level. Also ich würde sagen, es ist ein Level. Es gibt ein paar Disziplinen, wo er vielleicht besser ist und ein paar, wo ich besser bin. Und ich glaube, das ist so politisch korrekt ausgedrückt. Ja. Aber Welche wären es? Wo bist du besser? bei Kniebeugen, glaube ich, bin ich stärker als er zum Beispiel. Okay. Ja, okay. Aber das ist ja die Frage, ne? Dabei Er ist Rückraumspieler. ja, also Da. und ich glaube auch, dass ich im Sprint schneller bin als der, aber ich Oh. weiß Oh. Das wäre ja meine auch Frage, ob er überhaupt im Chat ist und man da mal so ein Battle machen könnte. Mal gucken, ich scroll mal kurz runter. Hat er vielleicht schon irgendwie reagiert? Hier sind die auf jeden Fall im Chat schon ganz gut am Schreiben, wo wer herkommt. Was ist denn generell so euer Trainingsumfang beim Fitness? Also macht ihr, ich denke mal, also ich kann mir gut vorstellen, so einfach stumpf Bankdrücken ist wahrscheinlich heute nicht mehr so irgendwie das Mittel der Wahl, weil man macht ja viel Kombiniertes, so was ich so mitbekomme. Wie sieht es bei euch aus oder bei dir jetzt viel mehr? Was machst du im Fitnessstudio? Also es hat extrem viele Einflüsse mittlerweile, das Krafttraining. Ich sag mal so, am Ende des Tages sind doch diese Klassiker immer wieder Sachen, wo man drauf zurückkommt, ne? Bankdrücken, Klimmzüge, Kniebeugen.
Das sind schon immer Dinge, wo man auch die meiste, sag ich mal, Kraft generieren kann. Und das bringt einem auch, glaube ich, viel für die Sportart. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt Krafttraining machen, haben wir meistens erstmal so 30 bis 45 Minuten so, ja, Warm-up ist das. Aber da sind halt schon Sachen dabei, wie Ausfallschritte, Stabilisationssachen, Koordinationsleiter mit Terrabändern und Minibändern wird da gearbeitet. Einfach um schon mal diese ganzen kleinen Muskeln zu aktivieren. Und ich glaube, dass das auch sehr, sehr wichtig ist, halt gerade im Handball, weil das so komplexe Bewegungen sind, dass man da halt ganzheitlich auch fit ist. Ne? Und meistens geht es dann halt nach diesen 45 Minuten so Aktivierung, geht es Richtung, ja, entweder so kombinierte Übungen, weiß nicht, zum Beispiel Kniebeugen und dann danach Sprünge auf eine Box oder einen Schlittensprint, so eine Sache. Ne? Ja, so kann man das schon sagen. Und viel Langhanteltraining ist ein Thema, also auch so olympisches Gewichtheben, was zum Beispiel auch mein Bruder in Essen sehr, sehr viel macht. Ne? Genau, so sieht das ungefähr aus. Es gibt dann natürlich auch Krafttests am Anfang der Saison, womit dann halt auch dann die Gewichte dementsprechend periodisiert werden. Und Ziel ist natürlich, sich da auch immer weiter zu steigern. Ja, so kann man das ungefähr sagen. Ne? Macht ihr Und diese wenn ich Kraft? Ja, erzähl. jetzt zum Beispiel, wenn wir nicht als Mannschaft Krafttraining machen, sondern jetzt, ich denke zum Beispiel zurück an März, April, wo wir im Lockdown waren, da habe ich halt viel für mich selber gemacht und hatte auch nicht so die Mittel dafür und da habe ich halt auch viel gelesen und habe halt dann zum Beispiel mir eine Gewichtsweste gekauft und habe dann so CrossFit-Sachen gemacht, die man draußen mit eigenem Körpergewicht machen kann. Und ich glaube einfach auch, das hat auch einen extremen anderen Input dem Körper gegeben, aber ich habe auch danach gemerkt, dass es dann wieder normales Krafttraining war, dass das auch einem viel geholfen hat. Also ich glaube, es ist auch wichtig, immer mal wieder so neue Sachen auszuprobieren und nicht 5, 6 Jahre lang immer das Gleiche zu machen. Das glaube ich. Ja, definitiv. Also ich merke es ja auch bei mir, Ja. wenn du halt stumpf immer dasselbe machst, dann hast du halt immer keine Reize mehr. So, ne? Das ist ja auch mal, ich finde es halt auch cool, wenn du einfach mal so nach einer Woche hartem Training und das auch vielleicht anders ist als sonst, auch mal schön so einen Muskelkater zu haben. So, ich war jetzt gestern auch draußen, mal das gute Wetter in Kiel genutzt, mal tagsüber war es wolkig, abends oder nachmittags zum Abend hin wurde es halt wieder auch sonniger, so dann auch viel mit Eigenkörper gemacht. So, ne? Und da habe ich jetzt heute schon gemerkt, okay, Bauchmuskeln haben ganz gut angeschlagen. Und das ist halt, ich finde das halt schon sehr, sehr wichtig, dass du halt auch immer wieder variierst mit den Übungen. Und es kann ja auch nicht jeder so ein Home-Gym haben wie so ein Mimi Kraus. Früher in seinem Keller und jetzt sein eigenes CrossFit-Studio. Aber genau, also wir sind hier, was das angeht, wirklich top aufgestellt, auch von den Möglichkeiten, wie wir trainieren können. Aber gerade halt zu dieser Corona-Zeit war es halt für mich ganz cool, auch mal zu sehen, dass man auch manchmal gar nicht so viel braucht, ne? Also man kann auch mal probieren, möglichst schnell 100 Liegestütze zu machen und davon 3 Sätze oder so. Also so. Und wie schnell schaffst du die Kann am ich, Anfang? weil habe ich jetzt keine Zeit mehr. Nee, nee. Auch darauf nagel ich mich jetzt nicht fest. Aber nee, so eine Sache halt, ne? Das Ganze angefangen mit dem Krafttraining, dass mich das so interessiert, war eigentlich sogar in Altholz schon. Da hat das Fit sagt dir, glaube ich, auch was, Ja, oder? kenne ich. Ja. Also Altenholz zum Beispiel ist ja auch sehr, sehr fleißig beim Posten von Stories und ich sehe es jetzt ja immer noch. Also sie sind ja auch echt gut dabei. Ne? Also ich finde da. Die haben da schon echt guten Ansatz. Aber dieser Ansatz war halt so der erste richtige Input, was Krafttraining angeht, ganzheitlich, auch mit Ernährung, wo wir vielleicht auch noch gleich zu kommen. Aber das hat mich sehr, sehr interessiert, dieser ganze Ansatz. Und von dem versuche ich auch mir möglichst viel noch beizubehalten. Man kann das nicht komplett so als Handballer im Bundesliga-Alltag benutzen, aber trotzdem viele Dinge kann man da sehr gut adaptieren. Ja, welche Übung würdest du sagen, ist die wichtigste jetzt für deine Position? Hast du da irgendwie oder ein, zwei Übungen, wo du jetzt sagst, okay, die könnte man auch
jetzt anderen Sportlern, sei jetzt mal Amateursportlern, also vierte Liga abwärts oder auch Jugendspielern sagen, das sind so die Übungen für ein Kreisläuferspiel, die halt schon wichtig sind? Also einfach, ich glaube, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, die ist für jeden wichtig. Ja. Einfach eine gescheite Kniebeuge, also wirklich schon mal eine vernünftige Kniebeuge hinkriegen. Da würden, glaube ich, schon viele dran scheitern. Einfach schon von der Beweglichkeit her. Also Jetzt aber ohne Gewicht meinst du dann aber, ne? Ja, genau. Einfach Ohne nur normale. Gewicht, einfach die Beweglichkeit in den Fußgelenken, in der Hüfte zu haben, eine vernünftige Kniebeuge hinzukriegen. Das wäre schon, ist schon sehr, sehr wichtig, glaube ich. Und wenn man das hinkriegt, dann natürlich dann auch Gewicht drauflegen. Das ist, also Kniebeuge ist eine Übung, die ich eigentlich immer mache und wirklich in jeglicher Kombination, Variation. Und was ich noch sagen muss, was für den Kreisläufer sehr wichtig sind, diese ganzen rotatorischen Sachen. Ne? Also so am Kabelzug. Wir haben zum Beispiel auch eine Blase, eine große, die ist halt mit Wasser gefüllt und hat so Ja. zwei Griffe. Und dann kannst du halt damit auch so Rotation machen und das Wasser da drin schwappt halt so dann in die eine Ecke und damit musst du halt auch mehr deine Rumpfkraft, sag ich mal, gegenhalten, weil das braucht man natürlich als Kreisläufer viel, um halt die Sperren zu halten. So, ne? Ja, damit auch dieses Rumstehen nicht so langweilig wird, ne? Richtig, genau, das Rumstehen, was du, wie du das so schön genannt hast. Ja, genau, mein Fehler. Was ist denn so momentan dein Maxgewicht eigentlich bei Kniebeuge? Oder was war mal dein Maxgewicht? Also mein Maxgewicht war mal 150 Kilo. 150. Also wie viele Wiederholungen dann? Ja, also ich glaube 3 habe ich gemacht. Ne? Kann man dann irgendwie hochrechnen auf eine Wiederholung, aber ja, 150 Kilo. Aber das ist auch schon wieder lange her, dass ich das wirklich so also mit Maximalkraft ausgetestet habe. Da ist man schon, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja, definitiv. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie doll könnt ihr euch eigentlich belasten beim Fitness oder beim Krafttraining während der Saison? Also da könnt ihr ja wahrscheinlich nicht jetzt irgendwie alle 5 Tage Maximalkraft machen, sondern ihr müsst ja schon dosieren, das eigentlich ganz gut. Und wie sieht es in der Vorbereitung aus? Da geht ihr wahrscheinlich dann eher an eure Grenzen, oder? Genau, also du, eigentlich hast du es schon auf den Punkt gebracht. Wir haben ja auch einen Athletiktrainer, der das auch steuert für uns. Und da ist man aber auch immer selber ein bisschen gefragt. In der Vorbereitung ist es nicht schlimm, auch mal ein bisschen Muskelkater zu haben, wie du sagst, und am nächsten Tag ein Trainingsspiel zu haben oder so. Das ist okay. Im Spiel mit, aber jetzt im Bundesligaspiel mit müden Beinen reinzugehen, weil ich jetzt heute nochmal richtig krass pumpen wollte, ist halt kontraproduktiv. Ne? Also ein Beispiel, heute früh hatte ich auch Krafttraining und wir haben übermorgen ein Spiel und da wird dann auch eher an diesen kleinen Muskulaturen gearbeitet, ein bisschen Study gemacht, sich ein bisschen durchbewegt, Kniebeugen, aber halt auch nicht so schwer. Aber dass man einfach so ein bisschen, sag ich mal, die Muskeln denen zeigt, so, ja, ich bin noch hier so ungefähr, dass nicht zu lange halt Pause ist. Ja. Und ja, so muss man es halt dosieren. So ein bisschen auch auf seinen Körper hören, das musste ich auch erst lernen. Ja, ich denke mal, zu Anfang deiner Karriere wahrscheinlich hast du dann gedacht, komm, jetzt heute fühle ich mich gut, jetzt kann ich mal Max machen. Ja. Ja. Und 2 Tage später hast du gedacht, okay, jetzt habe ich müde Beine, jetzt bin ich im Rückraum doch nicht mehr so schnell. Was sind eigentlich so deine, so jetzt nicht nur auf das Krafttraining gesehen, aber was sind so deine Lieblingsübungen? Jetzt, du sagtest ja auch, Beweglichkeit spielt ja auch eine Rolle. Ja. Was sind so deine Lieblingsübungen, so deine 1-2, um halt auch beweglich zu bleiben? 1-2, wäre schön, wenn es nur 1-2 wären. Okay, kannst du auch mehr sagen, wenn du ein paar mehr hast? Also ich habe seit Corona, Lockdown, täglich mir gesagt, ich dehne mich täglich, weil, also ich wollte es einfach erstmal eine Zeit lang ausprobieren, was ich für ein Gefühl habe und habe dann irgendwann für mich so eine Routine entwickelt und ich mache jeden Tag mindestens 15 Minuten Mobility.
Mittlerweile, weil ich einfach das so gut finde, dass man ein ganz anderes Gespür für den Körper entwickelt. Und da gibt es ja so klassische Dehnübungen wie ja, sich hinsetzen und an die Füße kommen, so ungefähr, ne? Also, das können Ja, wo viele ja schon traurigerweise, scheitern. da scheitern ja schon viele dran. So, und der nächste Step ist dann zum Beispiel seinen Kopf auf den Knien ablegen, ne? Ja. So, und dann, und so eine Sachen. Was ich auch sehr, sehr gut finde, ist, wie man den Hüftbeuger aufdehnt, wenn man einen Ausfallschritt nach vorne macht und ja, dann halt das hintere Bein an so eine Wand klemmt. Kannst du dir das vorstellen? Ja, doch so leicht, ja. Ja, und ja, gerade auch so in den Adduktorenbereich und so, so hier Schneidersätze und so, da würden die meisten Sportler dran scheitern, ne? Also, oder ich habe irgendwann mal einen Yogakurs aus Spaß mitgemacht und da musst du dann auch meditieren und nach gefühlt 5 Minuten habe ich einen Krampf hier in der Hüfte gekriegt, weil ich nicht länger im Schneidersitz sitzen konnte. Also da ist schon deutlich Entwicklungspotenzial bei vielen von uns Sportlern auf jeden Fall. Ja, viele hören ja auch nicht auf den Körper so, ne? Oder nicht zu 100% auf den Körper. Also das wäre halt auch nochmal gleich so ein Thema, was ich da auch nochmal angehen will mit dir. Aber ich sehe gerade im Chat, Recke 123 hat auch gefragt, wie viele Klimmzüge schaffst du eigentlich? Gute Frage, Recke. ich schaffe so, würde ich sagen, 15 Klimmzüge. Mit oder ohne Gewicht? Also zusätzliches Gewicht Also oder einfach? ich habe jetzt gesagt ohne Gewicht, ne? Ja, okay. Also ohne Gewicht würde ich sagen 15 Klimmzüge am Stück. Was für mich, ich wiege ungefähr 105, 106 Kilo, schon okay ist, würde ich sagen. Das ist Also 105, 100, 106 Kilo, so das sind dann, ist das dein Maximalgewicht eigentlich, was du bis jetzt in deiner Karriere erreicht hattest, oder hattest du schon mal mehr drauf, so zu THW-Zeiten? ja, also gerade am Anfang zu THW-Zeiten hatte ich definitiv weniger drauf. Ich hatte eigentlich so, nach Corona hatte ich so 108 ungefähr. So. Ja. Das war schon so, da habe ich auch viel, viel gemacht, viel gepumpt, habe mich echt gut gefühlt. Aber das ist total normal, dass man jetzt im Bundesliga-Alltag auch wieder ein bisschen abnimmt. Und das ist auch gar nicht so verkehrt, weil man muss natürlich auch die Kondition und sag ich mal auch die Power haben, da 60 Minuten durchzuhalten. Und das ist auch nicht schlimm. Ich Ja, finde, es wird immer definitiv. viel zu sehr auf dieses Gewicht alleine geguckt. Und ich glaube, dass das, klar, es gibt so Typen wie Baena oder so, die sind halt von der Veranlagung anders. Das sind ganz andere Körpertypen, sage ich mal. Ja, aber so zu denen gehöre ich nicht, definitiv. Ja, es kommt ja auch immer drauf an, ne? Jetzt du sagst ja jetzt schon bei Ena, der hat halt wahrscheinlich auch jetzt nicht so viele Muskeln, oder er ist ja Muskeln schon, weil er hat ja gleich viel, aber so Muskelmasse, sage ich mal. Der hat halt eher noch ein bisschen mehr Fett auf den Rippen, als jetzt wahrscheinlich du. Du bist ja eher so der Durchtrainiertere, würde ich mal behaupten. Und das ist natürlich dann halt auch, ist halt auch mit dieser Trugschluss, ne? Viel Gewicht heißt, man ist halt BMI-Index so und so und man ist halt irgendwie dick oder so. Aber beim Profisportler, da ist halt auch viel Muskelmasse dabei, ne? Und das ist halt Also so die Sache. grundsätzlich finde ich das halt auch so cool generell an der Sportart Handball, dass halt auch unterschiedlichste Typen halt ihre Daseinsberechtigung haben. Also auch ein Sarabets, der, ja, nagel mich nicht fest, klein ist Genau, so und 1,98, glaube ich, ist er, circa. ja, also aber die haben ja alle ihre Daseinsberechtigung und das finde ich halt an unserer Sportart generell so cool, dass halt da jeder aus dem, was er halt auch hat, versucht das Beste daraus zu machen und das halt irgendwie auch klappt. Ja, ich gucke jetzt nochmal in den Chat. Genau, Flomo schreibt, wie ist die Beziehung zu deinem Bruder? Tauscht ihr euch oft aus, wie die Inhalte im Training sind? Also jetzt, er fragt ja auch vielleicht auch taktisch, wie der nächste Gegner ist. Habt ihr da auch so eine kleine WhatsApp-Gruppe, wo ihr sagt, okay, beim nächsten Spiel muss man auf den und den aufpassen? Ja, also das ist natürlich jetzt auch neu für uns, dass wir beide in der gleichen Liga spielen und nicht in einer Mannschaft.
Klar, wir sind wirklich regelmäßig im Austausch. Also ich würde sagen, wir telefonieren mehrfach in der Woche. Aber da geht es auch zum Glück nicht immer nur um Handball. Also ja, aber natürlich möchte ich auch, dass er bestmöglich performt. Und wenn ich zum Beispiel mal gegen eine Mannschaft gespielt habe, gegen die er danach spielt, gebe ich ihm da meine Erfahrung weiter. Genauso würde er es machen. Definitiv. Das war auch für uns speziell, jetzt gegeneinander zu spielen natürlich. Ja, aber ich versuche da einfach, dass wir uns, dass wir gerade beim Aufeinandertreffen dann einfach professionell sind und ja, am Ende des Tages will jeder von uns beiden auch gewinnen. Ja, definitiv. Dafür ist man ja, glaube ich, auch Leistungssportler, ne? Da ist ja das Gewinn halt schon an erster Stelle. Auch nochmal an den Chat. Wenn ihr nachher auch nochmal ein paar Fragen habt an Flamme, auf unserem Discord-Server steht er euch nachher nochmal zur Verfügung. Da könnt ihr ihn auch sonst mal ein paar Fragen stellen, wenn ihr noch ein, zwei habt, die wir vielleicht im Chat nicht beantwortet haben oder jetzt während der Sendung. Dazu einfach mal Ausrufezeichen Discord reinschreiben. Dann kommt ihr auf den Discord-Kanal. Müsstet euch da mal kurz anmelden und dann unter der Rubrik Dein Training wird dann Flammeherr nachher nochmal zu 15 Minuten circa zur Verfügung stehen. Dann könnt ihr da auch nochmal ein paar Fragen stellen. Für die Leute, die jetzt vielleicht mal ein, zwei spezielle Fragen haben, vielleicht auch mal ein, zwei Tipps vielleicht haben wollen, die wir jetzt so jetzt in der Sendung jetzt nicht aufgreifen können. Ich würde mir da gerne das nächste Thema angehen. Und zwar finde ich ein wichtiges Thema auch im Training ist die Ernährung. So, wir hatten ja schon im Vorgespräch vor ein paar Tagen ja schon mal drüber gesprochen. Da hattest du mir dein Kochbuch, war das ja, glaube ich. Oder so ein, hattest du mir mal in die Kamera gehalten. Wie sieht es eigentlich beim Thema Ernährung bei dir aus? Du achtest schon sehr drauf, oder? Ja, also das hatte ich ja vorhin schon ein bisschen gesagt, als das Fit in Altenholz dazugekommen ist, gab es halt einmal die krasse Umstellung im Krafttraining und halt auch die krasse Umstellung in der Ernährung. Und als ich das adaptiert habe und vorher habe ich wirklich ja gegessen, worauf ich Bock habe, weil ich habe ja auch viel Sport gemacht, hat schon irgendwie geklappt. Aber als das kam und ich so dem auch eine Chance gegeben habe, so 2, 3 Monate, habe ich gemerkt, ey, mein Körper verändert sich so krass und ich fühle mich so viel fitter, ich bin so viel leistungsfähiger. Und da habe ich das erstmal gemerkt, was das für einen enormen Impact hat. Diese Ernährung. Und da habe ich mir viele, sag ich mal, Routinen und Sachen halt rausgezogen, auch immer wieder jetzt abgewandelt und auch ein bisschen ja für mich halt einfach rausgeguckt. Ich meine, es gibt ja tausend Varianten, ne? Vielleicht hast du die Doku hier Game Changers mal geguckt. Ich glaube, ich hatte Da ihn mal geht es halt angerissen. so, da geht es halt so um vegetarische, vegane Ernährung. Das ist ein Thema. Ich versuche zum Beispiel zweimal die Woche vegetarisch zu essen. Das ist schon mal. Bei mir wird auch dreimal am Tag warm gegessen. Morgens, Das mittags, ist abends, halt oder? ja morgens, mittags, abends. Genau. Ich starte meinen Tag jeden Tag mit einem Getränk Limette, also ein bisschen Limettensaft, Wasser und Salz drin. Okay. Das hat halt den Grund, dass zum Beispiel der Säurebasenhaushalt im Körper dadurch ausgeglichen wird. Nach Belastung gibt es immer einen Post-Workout-Shake mit Proteinen und hier Malzzucker. Genau, aber was wahrscheinlich für die meisten grundsätzlich erstmal interessant ist, dass ich halt versuche, wirklich also fast nur proteinhaltig zu essen. Also ich esse fast gar keine Weizennudeln mehr. Ich esse extrem viel Gemüse und eigentlich auch saisonal versuche ich. Wir sind eigentlich jede Woche einmal auf dem Wochenmarkt. Da waren wir auch schon auf dem Exerzierplatz immer. Ja, da gibt Und es auch viel Auswahl. Also, ja, der ist halt ja, schon nicht also verkehrt. das ist. Einige denken, ja, du wirst ja gar nicht satt, wenn du gar keine Kohlenhydrate isst. Aber ich glaube, wenn man genug Gemüse auch zu sich nimmt, dass man da auch deutlich satt werden kann. Auch so Nüsse und so habe ich früher, ja, Studentenfutter vielleicht mal, aber da haben mir auch die Rosinen mehr geschmeckt als Ja. so ungefähr. Schön der Aber Zucker rein, ne? Schön den Zucker ja, rein. genau, aber also gerade auch so Nüsse und so, das ist wirklich alles mittlerweile bei mir total normal. Wenn ich mal mittags oder so oder nach
wenn ich am Schreibtisch sitze, habe ich halt immer was, irgendeinen Snack bei Das hatte mir, ich bei deinem Bruder gesehen, was bei der Insta-Story. Da hatte ich verlinkt, weil er da auch beim Zocken, oder nee, weil das war bei der Uni, da hat er auch so ja. eine Snack-Tüte da stehen gehabt. Ja, Also die kam auch von dir dann. ich habe ihm, wir machen das ab und zu mal, ich habe ihm das war aber so trocken Rindfleisch, Ah, okay. habe ich ihm geschickt. Ja, weil ich das halt, das kam auch aus Norddeutschland, glaube ich, irgendwie Bio-Anbau, habe ich gesagt, so, komm, das war ein gutes Angebot, schicke ich das meinem Bruder auch mal. Ja, So, cool. vielleicht auch gut. Nee, aber so, also ich versuche da wirklich auch immer wieder mir neue Ideen und Anregungen zu holen. Also mein Bruder hat mir jetzt dieses Buch hier zum Beispiel Ja, genau, auch das hast du mir gezeigt, genau. geschenkt. Da geht es halt auch nochmal darum, wie früher, sag ich mal, die Menschen gegessen haben und wie der Wandel zu heutzutage ist und was auch viel mit Krankheiten zu tun hat zum Beispiel. Ja, super interessant und ja, da bin ich immer wieder auf der Suche nach neuen Ideen. Jetzt kommt auch passende Frage von Recke 123, die Frage im Chat: Was ist dein Lieblingsessen? So einmal quasi gesund, quasi für auf den Sport ausgerichtet, aber auch, wenn du mal so einen Cheat Day hast. Oder gibt es überhaupt bei dir einen Cheat Day? Was haust du dann rein? So eine schöne, dick belegte Pizza oder was gibt's dann? Also erstmal bin ich ja nicht ansatzweise auch so, dass ich jetzt 24/7 nur gesund esse. Ne? Also es ist auch so, dass ich auch meine Tage habe, wo ich dann mal irgendwie eine Schokolade brauche oder so wie du sagst, ein Cheat Day. Ich baue den aber jetzt nicht dann so, oh, morgen ist mein Cheat Day und dann hau ich da mir nur, weil ich das muss, hau ich mir dann da schlechte Sachen rein, so ungefähr. Sondern mehr, ich sehe das mehr so als Belohnung. Zum Beispiel nach einem guten Spiel abends kriegst du mich schon mit einer so einer Ben & Jerry's 500 Milliliter Dose, Und kriegst du mich auf jeden die Fall. Snacks dann auch komplett weg, oder? Ich gebe ein bisschen was an die Freundin ab, aber ich Damit sie würde es auch ruhig ist alleine und wegkriegen. beruhigt ist, oder was? Ja, genau. Ich würde sie leider auch alleine wegkriegen, definitiv. Mein Glück ist, dass ich halt wirklich einfach gerne esse und nicht irgendwie, also ich mag eigentlich total viel, wenn du jetzt so ein Lieblingsessen, wenn du mich drauf festnageln musst. Also so ein richtig schönes Steak und ein frischer Salat oder sowas, das ist schon was Feines, ne? Und Aber ich, das dann also, mittags oder eher abends dann? Von deinen drei warmen Mahlzeiten. ich habe auch schon Steak morgens gegessen. Okay. Also ich kenne das noch. Ich habe das vielmal mal gehört, dass beim THW-Zeiten, und ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, dass man morgens da irgendwie seine 10 Eier essen sollte. Ja, also das ist auch auf die Spitze getrieben, ne? Ja. Also ich gebe dir recht, es gab schon die Tendenz dazu. Aber ich esse jetzt zum Beispiel auch keine 10 Eier morgens, ne? Also wenn ich Okay. jetzt zum Beispiel mir ein Rührei mache, ein richtig großes Rührei mit Gemüse drin, mache ich 4 Eier rein oder so. Und das ist das auch ausreichend, ne? Ja, aber also man kann es auch immer übertreiben noch, also definitiv. Aber deswegen sage ich auch, ich habe viele Sachen auch ausprobiert und dann für mich halt auch so ein bisschen so kalkuliert, dass es halt passt. Ne? Ja. Und was ist dann eher, ist dann eher auch dann selber kochen eher angesagt bei dir? Oder sagst du auch, okay, jetzt habe ich hier erst recht zu Corona-Zeiten auch ein lokales Restaurant, was halt auch sehr gut kocht und auch sehr leckeres Essen zubereitet, dass du sagst, komm, ich hole mir da mal was zu essen? Ja, also ich koche schon sehr, sehr gerne. Deswegen die meiste Zeit wird bei mir selber gekocht. Was ich jetzt zum Beispiel auch, wo ich drüber zu übergegangen bin, ist mir so, es gibt auch für Sportler extra so fertige Mittagessen. Den du in die Mikrowelle dann tun kannst, ne? Oder so? Ja, kannst du in die Mikrowelle tun oder einen Topf schnell erwärmen. Ja. Die kriegst du halt auch im Internet. Habe ich mir zum Beispiel auch immer welche da, dass wenn ich mal keinen Bock habe, mittags zu kochen, nach dem Training, nach dem Vormittagstraining, dann haue ich mir das einfach schnell in den Topf und habe halt auch eine Zeitersparnis ungefähr. Ja. Aber natürlich gehe ich auch gerne essen. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen Sushi-Laden um die Ecke, da gehe ich, hole ich unglaublich gerne auch mal Sushi abends. Oh, einmal die Oder Woche, das finde ich schon Muss, eigentlich fast. So Sushi, richtig geiles Sushi. Ich weiß nicht, kennst du ja Yummies in Kiel?
Ja, natürlich. Das ist Einmal die kein. Woche irgendwie all you can eat, als man es noch konnte. Weltklasse. Ja, und du sprichst jetzt auch was an. Ich will natürlich auch, dass die Läden alle noch leben, wenn Corona irgendwann vorbei ist. Also Ja. ja, versuche ich die natürlich auch bestmöglich zu unterstützen. Ja. Ich gucke nochmal gerade in den Chat, ob es da noch irgendwelche Fragen bezüglich Ernährung gibt. Der eine schreibt nur dreimal warm am Tag, schreibt BHD, OH, morgens, mittags, abends, Steak, okay. Was schreibt der hier? Recke 123 ist heute auch sehr aktiv. Der fragt, welches wichtige Essen für eine gute Ernährung magst du gar nicht? Also gibt es irgendwie ein Essen, was du sagst, okay, das muss ich meinem Körper oder möchte ich gerne meinem Körper zuführen, weil es halt gut tut, aber eigentlich magst du es gar nicht so. Gibt es da sowas bei dir? Oder isst du wirklich nur das, was du magst, aber das natürlich auch dann auf einer gesunden Basis? So direkt fällt mir nichts ein, aber ich habe eine Vorlesung an einer Sportuni hier gehört von einem Ernährungsexperten und der hat halt auf Ingwer geschworen. Okay. Der hat halt wirklich vor der ja vor den Leuten gesagt, also, wenn du willst, kannst du auch Ingwer roh essen. Und er hat dann eine Ingwerknolle genommen und hat die halt so roh wie so ein Apfel gegessen. Okay. Und er sagt, das ist eine Gewöhnungssache. Ich habe es zu Hause ausprobiert und nicht für gut gefunden. Und Hast seitdem gesagt, trinke das mache ich ich gerne nicht. Ingwer, gerne weiter einen Ingwertee oder so, aber roh werde ich den Ingwer nicht konsumieren. Aber das, so, das ist mir dazu jetzt einfach nur eingefallen. Ja. So. Aber ansonsten auch so das klassische Banane, Äpfel, Birnen, so auch Obst. Was haust du da so rein? Auch alles Mögliche, was es gibt? Oder sagst du auch so bestimmte Sachen nicht? Also ich zum Beispiel esse beim Sushi halt super gerne Avocado. Also das ist halt, finde ich, auch super lecker. Ja, also bei Obst ist natürlich, da muss man auch ein bisschen unterscheiden. Da gibt es halt sowas, so klassische Idee halt von Banane oder so. Aber das ist halt, Banane ist super süß und Ja. halt sehr, sehr viel Fructose drin, was ja kurz halt dich wach macht und dir Energie gibt, aber es ist halt manchmal besser, dir lieber vielleicht diese Brombeeren oder so, oder also mehr so die bärigen Sachen zu dir zu nehmen. Also es kommt halt immer ein bisschen auch drauf an, wofür du das jetzt konsumierst. Ja, zum Beispiel Avocado, sagst du auch, ist halt auch eine super Sache, aber wenn ich jetzt 5 Avocados zum Beispiel essen würde, dann das ist halt auch zu viel Fett einfach, Ja ne? klar, Also ja, natürlich alles im Maßen. Du musst das ist. halt gucken, wie es auch passt, definitiv. Genau. Was Ja. hast du eigentlich, du sagst ja, du trinkst halt auch nach dem Workout oder sowas, trinkst du einen Shake. Gibt es irgendwie auch zwischen, also ich sag, gehen wir jetzt mal aufs Spiel, habt ihr auch zwischen den Halbzeiten, in der Halbzeitpause oder nach dem Spiel, Sachen, wo du sagst, die esse ich auf jeden Fall, sei es wirklich dann mal eine Banane, um vielleicht schnell wieder den Zuckerhaushalt hochzukriegen oder mal eine Dose Cola. Oder genau, was ist generell eigentlich bei dir getränketechnisch? Gehört ja Ja, auch mit zur also, Ernährung, ist ja auch eigentlich ein ganz wichtiges Thema. ja, da sprichst du auch was an. Eigentlich trinke ich nur noch Wasser oder mal eine Apfelschorle oder so, ne? Also, Ja. ich habe manchmal noch so Apfelsaft da, aber eigentlich sollte man zumindest auch nur Wasser zu sich nehmen, weil das löscht den Durst und alles andere ist halt, kann man eher wie eine Mahlzeit aussehen, ne? Also, wenn ich jetzt einen Apfelsaft trinke, sind das auch, ist das wie, ja, wenn ich einen Apfel reinbeiße, ungefähr, so kann man das so Ja. sagen. Und während des Spiels, da sprichst du auch was an, also gibt es auch total unterschiedliche Typen. Ich bin zum Beispiel einer, nach einem guten Spiel, wenn ich richtig kaputt bin, trinke ich mega gerne auch eine kalte Cola nach dem Spiel, so, ne? Also das ist einfach wirklich dann so eine Aber dann Belohnung. auch eine Cola zuckerhaltig oder diese Light Zero Sachen oder wirklich dann auch sagen, okay, jetzt mal eine richtige Cola. Dann richtig cool. Ich habe sowieso nie dieses Ganze mit Süßstoffen und so, das habe ich nie gemacht. Ja. Und was sonst kriege ich zum Beispiel immer nach dem Spiel so Aminosäuren, die sind halt, wir haben so einen Ausstatter, halt, der macht so Nahrungsergänzungsmittel, Neprosport heißt er, und da kriegen wir zum Beispiel dann so Aminosäuren, die halt regenerativ direkt wirken.
sodass dann halt der Körper bestmöglich, sag ich mal, regenerieren kann. Sowas nehme ich nachher auch zu mir, ne? Ja, ich glaube, dieses Thema auch generell kann man noch so weit ausfächern, weil das ist halt, also ich finde es auch selber, umso besser du dich ernährst, umso fitter gehst du halt nachher auch in die Trainingseinheiten, ne? Oder auch ins Spiel. So, du bist halt viel wacher, als wenn du jetzt, sag ich mal, abends hier eine Pizza reinhaust und am nächsten Morgen denkst du, okay, die liegt mir halt immer noch irgendwie quer, ne? Ja, und du sprichst gerade was Richtiges an. Die Ernährung hat auch einen extremen Einfluss auf, wie ich schlafe. Und der Schlaf hat wiederum einen extremen Einfluss darauf, wie ich regeneriere. Und ich habe immer die Idee verfolgt, je besser ich regenerieren kann, desto mehr kann ich trainieren und desto mehr kann ich als andere trainieren. Und dann werde ich grundlegend irgendwie dann auch besser als die anderen. So war meine Idee zumindest. Ja, Und aber hat ja auch was deswegen, gebracht. Also du ja, spielst erste also. Liga, erweiterte Kader Nationalmannschaft, schafft man ja auch nicht einfach mal so. So, da muss man halt auch schon viel, viel Zeit und viel Arbeit investieren. Was ja auch zur Ernährung gehört. Das ist ja auch dann Arbeit, ne? Das ist, Definitiv. ne? Was mir nochmal zum Thema Ernährung einfällt, weil du ja sagtest eben ja schon zu dem Getränk, wenn du jetzt Apfelschorle trinkst, ist wie eine Mahlzeit. Hast du eigentlich so ein dir selbst auferlegtes ohne so eine Obergrenze, wie viel Kalorien du am Tag zu nimmst? Trackst du das eigentlich oder sagst du, okay, ich esse das heute und das passt schon irgendwie durch die Erfahrung der Also letzten Jahre? ich habe es mal getrackt, aber grundlegend neige ich dazu, eher abzunehmen als zuzunehmen, Okay. obwohl ich esse wie ein Scheundrescher. Also deswegen habe ich aufgehört, das zu tracken. Also ich hau einfach rein und wenn ich halt merke, irgendwie, ich nehme zu sehr ab, Da dann kommt muss eine ich da Ben & irgendwas Jerry's ändern. Packung mehr rein. Na, nee, das ist ja eher die Belohnung. Also so Ja. darf man nicht denken. Das sind ja dann, ne? Am besten ist es ja, also Muskeln sind ja auch schwerer als Fett, ne? Ja, Also definitiv. deswegen, im besten Fall ist es so, dass man dann auch Muskeln wieder aufbaut. Ja, krass. Ja, es ist schon ein spannendes Thema. Ich sehe schon, wir sind schon echt gut fortgeschritten in der Zeit. Ich hätte noch eine Sache und zwar, ich hatte es bei dir, da warst du, glaube ich, auch die letzten Wochen ja sehr, sehr ab, wenn du mal fleißig warst bei Instagram, ja auch das mit dieser Recovery-Sache für die Beine. Dann hattest du ja auch im Vorgespräch gezeigt, so was hast du auch. Was machst du eigentlich nach dem Training, vor dem Training, zwecks Erholung? Jetzt Ernährung gehört ja auch mit dazu, aber was machst du nochmal zusätzlich, um dich vielleicht noch bestmöglich zu erholen, was ja auch zum ganzheitlichen Training ja auch irgendwie mit dazu gehört. Ja, also genau, da gibt es ja auch von bis, ne? Also da gibt es die kleinen Tools, den Lacrosse-Ball. Ich habe in meiner Sporttasche immer einen Lacrosse-Ball dabei, um halt die Fußsohlen zu massieren. Eine Black Roll kennt ja auch wahrscheinlich fast jeder mittlerweile. Das kann man aber auch ein bisschen weiter auf die Spitze treiben. So. Also ich Was du habe jetzt wahrscheinlich auch, tust, wenn du schon so sagst. ja. Ich hab ja zum Beispiel halt irgendwann auch die so eine ja, Reboots gekauft. Die machen letztendlich eine Lymphdrainage maschinell an deinen Beinen. Und ja, ich sitze halt jeden Abend, wenn ich einen Abend gegessen habe und dann noch eine Serie gucke oder so, liege ich da drin und habe einfach danach ein besseres Gefühl, weil einfach ein bisschen Schadstoffe und so, die halt da unten in den Beinen rumliegen, weil ich mich viel bewegt habe, einfach abtransportiert werden. So, es ist jetzt auch nicht so, dass ich danach so fit bin wie nach 3 Tagen Ruhe. Das muss man auch so sagen. Aber es gibt da einfach ein gutes Gefühl. Zum Beispiel versuche ich auch so häufig wie es geht, mal in die Sauna zu gehen, so dass man auch dem Körper immer mal wieder auch so einen Stressfaktor gibt, einen anderen. Weil das auch gut für die Regeneration ist, ne? Also Habt ihr bei auch euch im Trainingszentrum dann auch die Möglichkeit, in die Sauna zu gehen? Oder ist es eher. im Fitnessstudio haben wir zum Beispiel die Möglichkeit. Ja. Ich habe tatsächlich sogar schon mal bei Ideale geguckt, was so eine Einmannsauna kosten würde, Und? aber das habe ich noch nicht durchgekriegt durch die Regierung. Also Ah, okay.
Also, Schön bei dir ins Arbeitszimmer hinter dir dann reinstellen oder was? ja, genau so. Nee, das, aber so verrückt bin ich manchmal. Und was halt zum Beispiel auch viel hilft, so Eisbäder mache ich halt auch regelmäßig oder halt so Wechselduschen, ne, warm, kalt. Da ist es genau das gleiche wie Ernährung. Ich versuche immer weiter mich, sag ich mal, da gibt es auch etliche neue Ideen wieder. Ich weiß nicht, wenn du mal auf der FIBO warst oder so, es ist halt Wollte ich eigentlich mal hin, aber hat irgendwie letzten Jahr noch nicht so ganz geklappt. Geisteskrank, was da alles möglich ist in diesem Segment. Ich habe zum Beispiel auch so eine Massagegun, wenn man vielleicht, sag ich mal, so Ja, seine diese, die nennt sich 150 Terra Gun oder sowas. ja, gibt es ja Ja, alles möglich, etliche ja. Marken. Aber das ist zum Beispiel auch, wenn man halt sagt, die Black Roll an für sich ist nicht gut genug für mich, kannst du auch eine Massagegun nehmen, die ist noch, geht noch tiefer rein in die Muskulatur. So eine Sachen. Also Und die da. hast du dann auch zu Hause dann und dann abends dann auch mal über die Muskeln rüber. Ja, genau. Also so genau wie ich zum Beispiel mal in den Boot sitze, dann sitze ich auch mal abends da und mache dann halt mit der Gun rüber. Ne? Was sagt die bessere Hälfte, wenn ihr jetzt abends so einen gemütlichen Film guckt und du dann nebenbei dich dann so am Ausmassieren bist? Gibst du mal einen Die bösen ist das Spruch oder hat sie gewöhnt. es gewöhnt? Die ist das gewöhnt. Manchmal muss ich dann noch ihren Nacken dann auch noch massieren. Ja gut, das macht man natürlich Also gerne, ne? das macht man dann gerne, genau. Ja. Ja, krass. Ja. Du sagst es ja eben, im Fitnessstudio könnt ihr in die Sauna. Könnt ihr aktuell denn auch ins Fitnessstudio? Wahrscheinlich ihr schon, weil Ausnahmegenehmigung Profisportler oder wie ist das bei euch? Also momentan haben wir halt einen Kraftraum in der Halle, den wir nutzen können. Und leider ist es da nicht möglich momentan, weil die haben ja geschlossen, ne? Also Ja. das ist so. Aber ich bin jetzt guter Dinge, dass im November, also Ende November, das ja wieder aufmacht und hoffe ich zumindest. Ja, aber also habt ihr dann quasi so einen externen Partner, also habt ihr quasi so einen Fitnesspartner, wo ihr dann Ja, hingehen genau. könnt, der dann für euch dann die Genau. Geräte aufmacht. Genau. Nice, nice. Ja, Recke 123 schreibt gerade, cooler Stream, er muss jetzt leider ins Bett. Englisch morgen. Dann Recke, dann schlaf gut. Danke schon mal für deine Fragen. Gibt es hier noch ein, zwei Sachen zum Thema Erholung. Wie lange musst du eigentlich, oder wie lange schläfst du eigentlich? Hast du da dir eigentlich eine Zeit vorgegeben? Weil ich selber wollte jetzt mal so versuchen, annähernd mal so 7, 8 Stunden irgendwie zu pennen, aber das ist halt manchmal auch im Berufsleben halt schon ein bisschen schwer. Wie sieht es da bei dir aus? Also ich unter 8 Stunden schlafe ich eigentlich nicht. Okay. Also klar, das ist dann so, wie du auch sagst, manchmal hast du halt manchmal ist es halt so, dass du 6 Stunden nur schlafen kannst, aber eigentlich ist bei mir so der Rhythmus, dass ich so 21:45, das ist jetzt ja heute auch eine Ausnahme, mein Oh Handy ja, weglege, Dankeschön übrigens. mein Handy weglege, nicht mehr auf den Bildschirm schaue und ja, noch ein Buch mir nehme, ein bisschen was lese und ja, dann meistens so halb, also 22:45, 22:30 spätestens das Licht ausmache. Und dann Okay. halt wird meistens so bis 7, 8 Uhr geschlafen. So, Wann ist ne? die, Also wann, wann ist die nächste, wann ist die erste Trainingseinheit von der Uhrzeit her? 9 Uhr, 10 Uhr oder wann ist die bei euch dann? 9 Uhr, 10 Uhr ungefähr. Ne? Also eigentlich stehe ich meistens um 7 auf. So. Ja. Und das ist aber auch ein Thema, was gut, dass du das ansprichst. Ich noch nicht so, ich hab, war am Liebäugeln schon mit so einem Wecker, der zum Beispiel auch schon so tageslichtmäßig, sag ich mal, dass dein Zimmer aufhält, damit du Ja. halt leichter aus dem Schlaf rauskommst. Und da gibt es gibt zum Beispiel auch ganz interessante in Amerika mittlerweile so Öle, CBD-Öle, ich weiß nicht, sagt das was? Ja. Die halt auch deinen Schlaf zum Beispiel tiefer, also vertiefen sollen und dass du halt erholter nach dem Schlaf bist. Das sind alles Thematiken, mit denen ich mich momentan so ein bisschen auseinandersetze. Ja, aber das ist halt auch so die Sache, ne? Als Profisportler, erst recht ja auch du bist ja eher so, ich würde mal sagen, eher so ein Musterprofi, der halt auch viel dafür tut. Es gibt wahrscheinlich auch andere, die nicht so viel dafür tun, aber trotzdem halt profimäßig Handball spielen. Es ist halt dann trotzdem ja auch irgendwo der Job, ne? Man muss sich auch damit auseinandersetzen. Und es ist natürlich auch das liebste Hobby, was man zum Beruf machen konnte. Das kommt noch Also hinzu. ich,
Es interessiert mich auch einfach sehr, ne? Also ich kann auch die Leute verstehen, die sagen so, pff, also das ist mir egal. Aber ich mache, wie du schon richtig sagst, es interessiert mich und gleichzeitig ist es ja auch ein Mehrwert für meine sportliche Performance. So, und deswegen mache ich das halt. Der Bruder schreibt gerade, der ist gerade reingekommen. Der hat wahrscheinlich eben noch die ganze Zeit bei Andy Wolf noch COD geguckt. Der schreibt rein, erstmal Moin und genau, Moin Bro schreibt er und CBD bringt nichts, ist zu teuer. Okay. Also da musst du dich am besten mal mit deinem Bruder auseinandersetzen. Hat er wohl schon ausprobiert. Na, ich glaube nicht, dass er es ausprobiert hat, weil ich glaube, dass auch mit Doping und so noch so eine Sache ist. Das muss man Ja, auch mal das. aufpassen. Ja, okay, das wird da, was, ich Ja. glaube, das ist aus Hanfpflanzen irgendwie gewonnen oder Ja, sowas. das Ja, ist ist ja im halt. Prinzip. Ja. Aber okay. Vielleicht hat Ja, er ist auch halt. übrigens selber gestreamt, wenn einer Lust hat, mal bei meinem Bruder. Der streamt ja auch selber auf Twitch, Stimmt, habe ich gesehen hier. Der ist ja auch immer fleißig im Stream, ja. ne? Was Ja. schreibt er? Hab ich. Nee, nee, schreibt er, hab ich zu Hause, du Nasenbär. Oha. Böse, Okay. böse Schimpfwort, du Nasenbär, so wirst du genannt. Steht auf der Kölner Liste, schreibt er. Oh, okay, sehr gut. Ja. Du sagst schon, Thema Doping. Gibt es eigentlich so ein Nahrungsmittel oder Lebensmittel, wo du sagst, okay, da muss ich halt echt aufpassen, die darf ich jetzt irgendwie nicht zu mir nehmen, weil ich dann eventuell positiv getestet werden könnte? Gibt es da irgendwie sowas? Ich denke mal, wahrscheinlich die ganzen Medikamente werden erstmal drunter fallen, so Ja, was man nehmen kann, aber also gibt es das Ding halt. ist, wenn ich krank bin, dann kriege ich ja auch meine Medikamente von unserem Mannschaftsarzt Ja. verschrieben und dann gehe ich immer eigentlich schon davon aus, dass sie mir jetzt nichts verschreiben, aber was eigentlich ganz interessant ist, ist diese Ratiopharm Nasenspray zum Beispiel. Ja. Das ist halt Doping. Wir dürfen halt zum Beispiel als Sportler nur dieses Meersalz-Nasenspray benutzen. Ah, okay. Also so, das war zum Beispiel das eine, was mir jetzt einfällt, so, dass man Oder das auch. typische Zahnpasta. Ups, ich habe die falsche Zahnpasta gekauft, oder? Nee, wüsste ich jetzt nicht. Das ist Also, auch nee. oftmals, was ich so mitbekommen hatte, von denen, die halt positiv getestet wurden, sagten ja irgendwie, meine Zahnpasta, die war irgendwie, irgendwie schuld, so ungefähr. Aber kann mich Bei den auch täuschen. Fahrradfahrern. Bei Hier, der den. Bruder, dein Bruder schreibt auch Vic Medi auch nicht. Ah, okay. Zum Beispiel. Also er kennt sich anscheinend aus. Er hat Ja, schon schlau gemacht. also dieses Interesse teilen wir auch über diese ganze Geschichte, ne? Ah, Also das, okay. ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ich würde auch sagen, du hast ja schon deine Zeit überschritten für uns extra. Da will Kein ich auf jeden Problem. Fall schon mal Danke sagen. Und ich hoffe auch, war interessant auch für die Community, auch für die Leute, die zuguckt haben. Eine Frage kam noch rein, ich habe eben durchgescrollt. 15 Crashshot fragt, was ist deine Pace beim 5-Kilometer-Lauf? Beim 5-Kilometer-Lauf meine Pace. Hast du da irgendwie oder hast du eine Pace, die du läufst auf 400 Meter oder auf einen Kilometer? Also auf einen Kilometer würde ich, also ihr kommt ja natürlich auch immer drauf hin, wie lange, ne? Ja, klar. Also 5 Kilometer kann ich jetzt, habe ich jetzt Ewigkeiten keinen 5-Kilometer-Lauf mehr gemacht. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt 400 Meter Intervalle laufen würde, dann würde ich sagen, eine Pace, die ich laufe, ist so 1,25, 1,20 rum an guten Tagen. ja, also ich bin jetzt auch nicht der Monsterläufer, also, aber ja, ich würde sagen, das ist so ein Kilometer-Pace, so alles, was so eine 4 schon mal vorsteht, 4, 4,30 aufwärts, ist schon in Ordnung. Dein Bruder schreibt gerade schon, also er braucht, wenn ich das richtig hier verstehe, 4,30 auf 5 Kilometer. Ja. Also 4, er, 4,30 also. auf. Also 5 Kilometer, ja. Okay, ja. Also, oder er hat jetzt einfach irgendwas Ich glaube, reingeschrieben. er ist ein bisschen der bessere Läufer als ich. Also, ja. Ja, gut, aber er Aber hatte was. 4,30 mal 5 dann, ne? Also. Also 4,30 auf den Kilometer, meinst du? Ja, ich weiß Ja. ich nicht. Also, ich habe selber noch nie. Also, 5 Kilometer. Ja, okay, warte mal. Ja, lass mich überlegen. Gut, wäre ein bisschen utopisch. 4,30 auf 5 Kilometer, du hast recht. Ja, okay, 4,30 auf den Kilometer, ja. Das ist Jetzt habe die ich es auch verstanden. Kilometer-Pace. Ja, jetzt habe ich es auch verstanden. Gut, mein Fehler.
kein Problem. Ach so, er schreibt gerade, nee, hat er geschätzt. Gut. Ja, ansonsten würde ich mich erstmal schon mal bedanken bei dir für deine Zeit. Für alle, die jetzt im Twitch-Chat noch aktiv sind und auch hier im Stream, ich schreibe mal in den Chat einmal kurz Ausrufezeichen Discord. Dort gibt es dann einen Link im Chatbereich, da könnt ihr raufklicken, dann kommt ihr bei uns auf den Discord-Kanal. Und da müsst ihr dann einfach mal runterscrollen auf den Kanal Dein Training. Da würde Flamme jetzt noch euch zur Verfügung stehen. Wenn ihr da noch ein paar Fragen habt oder vielleicht noch ein paar Tipps braucht oder wollt, haben wollt. Ja, genau, das ist das. Ansonsten bedanke ich mich bei dir. Danke Ich dir, Michael. wünsche dir jetzt schon mal viel Erfolg für Mittwoch. Dankeschön. Und wann musst du morgen hoch? Morgen früh Training ist wann? Wir haben morgen früh kein Training, also Ja, also wie ausschlafen. Also kannst du dir 8 Stunden auf jeden Fall noch die nachholen. 8 Stunden kriege ich hin. Ja, Ich sauber. danke dir auch. Ich hoffe, dass das Format so weitergeht und verfolge das. Sehr gerne, danke dir. Und wie gesagt, wenn du immer wieder mal Input brauchst, kannst du dich gerne bei mir melden. Grüß vom auch schön von mir. Werde ich machen, den sehe ich Mittwoch. Mittwoch geht es nämlich weiter mit Anwurf. Also jeder, der Bock hat, noch ein bisschen sich über Handball zu informieren. Mittwoch haben wir den HVSH, also den Handballverband Schleswig-Holstein, zu Gast. Da sprechen wir mal generell auch über das Thema dritte Liga und was im Verband hier gerade so abgeht, weil jetzt der DRB ja auch Erklärungen rausgegeben hat, dass der dritte Liga auch Profiliga sein soll. Zwecks Spielen, ja, nein. Wer da Interesse hat, gerne Mittwoch einschalten. Ansonsten, Flamme, danke ich dir. Und für alle, die noch kurz ein paar Fragen haben, wie gesagt, bei Discord könnt ihr ihm noch ein paar Fragen stellen. Ansonsten danke ich euch auch fürs Zuschauen und wünsche allen noch einen schönen Abend. Schönen Abend. Ciao.